Dankeschön für den Resubscribe. Jetzt schon 3 Monate, Thomas. Und ja, so kommt man ins Fernsehen. Tatsächlich. Vielen lieben Dank. Und hallo. So. Da hätten wir noch ein bisschen bessere Probes. Was ist hier? Oh, hier sind auch noch ein paar X, aber das ist, glaube ich, nichts Neues, oder? Seismic Accelerator kommt mir ziemlich bekannt vor. Antennen wären natürlich nicht schlecht, wahrscheinlich, um irgendwo hinzufliegen. Vielleicht ist für, wir wollen, lasst mich mal in die Antennenfraktion gucken. Wir wollen ja zum Mars was starten. Vielleicht wäre es nicht schlecht, einmal zu überprüfen, ob wir eine Antenne haben, mit der wir zum Mars fliegen können. Weil ohne das wäre es natürlich ziemlich peinlich, muss ich ehrlich sagen. Ich guck mal kurz, was wir schon haben. 5 Millionen ist nicht so besonders geil. Haben wir schon irgendwas Größeres? 2 Giga. 10 Giga. Okay, wir müssen... Also, ja, Ich glaube, wir sollten auf Nummer sicher gehen. Also, wir haben das Level 2 DSN. 10 Giga. Ich guck mal kurz. Range for Duna. Also, wir brauchen 10 Giga ist Duna, wenn Duna nah dran ist. Ja, wir brauchen eine bessere Antenne. Also 10 ist zu knapp. Und 22... Also wir brauchen 27er Rating. Also mit dem HG, ich habe gerade eine Tabelle hier im Kerbal Space Program Wiki offen. Hey Chevy Air Force und danke natürlich auch für deinen Subscribe. Ich habe hier gerade eine Tabelle offen, die kann ich euch auch gerne mal posten als Link im Kerbal Space Program Wiki. Da sieht man, welche Antenne kombiniert mit welchem Tracking Station Level wie weit kommt. Und die HG55 mit unserer Stufe 2 Tracking Station, das ist genau die Kombination, die wir dann hätten, die kann Duna immer erreichen. Und das wäre genauso der Rahmen, den ich gern stecken würde für eine Duna-Mission, weil es gibt nichts Peinlicheres, als eine Duna-Mission zu machen und dann die Funkverbindung zu verlieren, habe ich gehört. Das wäre nicht so gut, vor allen Dingen, wenn wir auch ein bisschen rumrovern wollen. Das heißt, ich kaufe jetzt erstmal diese Antenne, einfach weil das grundsätzlich eine Vorbedingung wäre für unsere... Nee, wo ist er? Da ist er. Na, die HG55 Antenne. So. Genau, also, wenn ihr mal nach Duna fliegt, mit der hier habt ihr immer eine sichere Verbindung, sobald eure Tracking Station auf Level 2 ausgebaut ist. Und das habt ihr dann bis dahin wahrscheinlich gemacht, weil ihr Manöverplanung haben wollt. This is the antenna you want. So. Gut, haben wir das. Jetzt ist Science auch erstmal wieder alle. So. Dinge, die wir tun können. Wir können mal gucken, was so für Missionen noch offen sind. Also. Wir haben verfügbar Science Data vom Surface of Minmus, das würde sich natürlich anbieten, weil der sich wahrscheinlich früher oder später von alleine löst. Dank meiner krassen Bodenstation, die lasse ich einfach nebenher laufen und dann war es aber auch schon vorbei, ne? Da hätte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen länger gucken sollen. Gut, dann ganz viele Touristenmissionen machen wir jetzt erstmal nicht. Gut, es sollten sich jetzt ein paar Sachen aber gleich erledigen, nämlich der da... Der da ist auch schon... Oh, bei 15% schon. Lasst uns ein bisschen konzeptionelles Arbeiten machen. Und zwar für einen mehr oder weniger interessanten Rover. Ich habe mir da nämlich mal was überlegt. Ich weiß nur noch nicht, ob es funktioniert. Das müssen wir jetzt gleich mal gucken. Also, wenn das hier unser Rover wäre. Also es geht jetzt um den Duna Rover, okay? Bevor sich hier einer fragt, was eigentlich los ist. Es geht um den Duna Rover. Und ich hatte überlegt, ob wir nicht mal probieren, wo ist er? Mit den Dingern hier zu arbeiten. Und zwar, mal gucken, kriegen wir das so hin? Ja.
So. Und zwar würde ich gerne einen Rover bauen, der gar kein Rover ist, sondern eine kleine Drohne eigentlich, mit der wir... Wait, move. Mit der wir rumfliegen können. Das ist mein Plan. Oder das ist der Plan, den ich gerne ausprobieren möchte. Statt zu sagen, wir haben ein Gefährt, mit dem wir rumtüdeln können, nur auf Rädern, zu sagen, wir haben ein Gefährt, mit dem wir fliegen können. Ein Hover Rover. Sehr schön. Der Pü hat heute, würde ich sagen, die Namensdiskussion gewonnen. Der Hover Rover. Ja, genau. In die Richtung ging es. Der Hover Rover. Und die Idee dahinter wäre, warum ich das eigentlich ganz geil finde, wäre, die Dinger sind elektrisch betrieben. Tja, elektrisch, Freunde. Das heißt, ich muss da nur genug Strom ranbekommen. So, hier hätten wir angeblich eine Thrust-Weight-Ratio von 5,43. So, jetzt ist das auf Duna natürlich alles ein bisschen anders, weil, jetzt wundert ihr euch sicherlich, nanu, aber Duna hat doch weniger Schwerkraft. Ja, Duna hat aber auch eine dünnere Atmosphäre. Und wie ihr seht, je höher wir fliegen, also das Ding wird nur sehr tief fliegen können. Die Machtzahl hat, ja, doch ein bisschen Einfluss hat sie, also besonders schnell werden wir wahrscheinlich nicht sein. Aber wir können dann bis ungefähr 5 Kilometer Höhe fliegen mit dem Ding, aber mehr brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht so. That's the plan. So. Genau, rein elektrische Flugdrohne, das war die Überlegung. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie kriegen wir hier genug Strom drauf? Und die Überlegung, die Antwort auf genug Strom ist bei mir natürlich in letzter Zeit sehr häufig Nukola! Die Frage ist, ob es funktioniert. Geil, es funktioniert tatsächlich bis zu einer Höhe von knappen 4 Kilometer. Das wäre natürlich der Hammer. Eine nukleargetriebene Propellerdrohne, die rein auf Strom basiert. Das wäre ja schon fast zu einfach, ehrlich gesagt. Wenn das wirklich hinhaut. Wir können es aber hier, glaube ich, ganz gut testen, weil auf Kerbin hat das Ding eine noch bessere Thrust Weight. Ja, jetzt wisst ihr, über was ich so nachdenke, wenn ich zu Hause sitze und denke, so, was machst du das nächste Mal? Über sowas denke ich dann nach. Über sowas wie. Könnten wir eine nuklearbetriebene Drohne bauen? Genau, wir haben eine rein elektrische Drohne gebaut und einen Nuklearreaktor mit unserer ersten Mission direkt auf den Mars gebracht, mit etwas, was fliegt und eine recht hohe Chance hat, einfach mal abzustürzen. What's the worst that could happen? Ich weiß es nicht. Gut, trotzdem brauchen wir dann Landebeine in irgendeiner Form und wir brauchen wahrscheinlich leichte Landebeine, weil ich mal vermute, dass unsere ganze... verdammt. Wie machen wir das denn? Unsere ganze Geschichte eine recht hohe Chance hat, voll in die Hose zu gehen. Warte mal, das war gerade ziemlich gut. Zack. So, zack, zack, zack. So, 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 so. Okay, das ist jetzt gerade nicht besonders hübsch, aber wenn man es einzieht, ist es irgendwie okay. Gut, jetzt kommen wir mal zum Testlauf Nummer 1, nämlich, ich muss jetzt noch irgendwas gegen die Hitze tun. Ein Radialradiator. So, wir müssen mal gucken, was dieses Ding so erzeugt. Der kleine Reaktor braucht 25 Kilowatt Cooling. Das ist nicht unendlich viel, muss man der Fairness halber sagen. Und es erzeugt 30 Stromeinheiten pro Sekunde. Unser Motor verbraucht 20 Stromeinheiten pro Sekunde, Max. Ich sehe potenzielle Probleme auf uns zukommen. Das heißt, wir werden auch noch irgendeine Form von Batterie wahrscheinlich brauchen. Aber wir testen es jetzt erstmal, wie sich das so verhält mit voll hochgefahrenem Reaktor. Dafür haben wir hier Zeit. So, 25 brauchen wir. 2 hat so ein Teil. Was ist das hier?
Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Was macht das hier? Oh, das ist auch ein bisschen too much. Das ist deutlich too much. 21. Ich kann es nicht lesen. 300, 1400. Okay, das ist alles ein bisschen zu viel. Eigentlich. Oh, die sind aber auch nicht gerade klein, ne? Da waren sie wieder, meine 10 Probleme. Ach, guck mal. Machen wir doch die hier einfach. Ach, das sieht doch gar, das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. So, jetzt machen wir erstmal so. Also, wie gesagt, um designtechnische Fragen kümmern wir uns später. Ich will jetzt erstmal rausfinden, ob das Prinzip überhaupt funktioniert. Der Hover Rover MK1. So, wahrscheinlich wird das gleich in der nuklearen Explosion auf Kerbins einzigster intakter Startrampe führen, aber wir müssen es ja ausprobieren, um zu lernen, ob es funktioniert. So, erstmal will ich gucken, wie das so generell stromtechnisch aussieht, vom Verbrauch und so. Und wie sich das so fliegt, wäre natürlich auch nochmal interessant, weil wenn sich's total scheiße fliegt, war es natürlich auch nicht so eine richtig gute Idee. So, also. Als allerallererstes müssen wir mal den Reaktor hochfahren und unsere. Okay, die sind an. Sehr schön. So. Dem Reakteur ist nichts zu schwör. Wir haben 180 Stromreserve. Den lassen wir jetzt mal hier sauber auf Betriebstemperatur anfahren. Das wird richtig spannend. So, Betriebstemperatur erreicht. Wir haben unsere Kühlung fährt hoch. 1904. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal SRS an. Motoren auf, aus. Aber zünden. So, drehen hoch. Entlasten. Okay, wir fliegen, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Aber wir fliegen nicht gut. Wir fliegen echt nicht gut. Wir haben eine gewisse Unwucht drin. Ah, Atomreaktor. Gott sei Dank, der Reaktor hat überlebt. Okay, das müssen wir uns nochmal angucken. Ich glaube, mein Cent. Aber eigentlich müsste das, hätte das relativ zentral sein sollen. War es gefühlt aber irgendwie nicht. Mach mal aus. Und recover. Okay, irgendwie hat er. Also, okay, es fliegt schon mal. Das war überraschend gerade. Es war, ging auch überraschend einfach mit dem Fliegen. Und nur irgendwie haben sie nicht gesteuert. Und das würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren, warum ich keine Kontrolle über das Teil hatte. Das müssen wir noch rausfinden. Aber ansonsten scheint das prinzipiell. Ja, die Gesichter der Kerbals, die sehen, wie das Teil zu Boden geht. So Rumpf. Ein klitzekleiner Atompilz. RCS ist enabled. Was auch immer das bedeutet. Trust Limiter, Trust Limiter, Reverse Trust, Normal Trust, Normal Trust, Actuation Toggles. Prinzipiell alles cool. Jetzt frage ich mich nur, der war auch mittig. Das ist ja jetzt mal interessant. Wieso ist der gekippt? Meint ihr, das geht über RCS? Können wir mal probieren. Ich meine, was kostet die Welt, ne? Was kostet die Welt? Solange wir den Atomreaktor immer wieder intakt zurückbringen, ist alles gut. Rotoren sind immer ein instabiles System. Ja, das mag sein.
Das mag sein. Keine Ahnung, ich probiere es gerade aus. Aber ich finde die Dinger halt spannend, eben weil sie rein elektrisch sind und damit natürlich auf allem, was eine Atmosphäre hat, eine spannende Geschichte sein können. Ne? So, also Startreaktor. Der ist aktiv. Reaktor fährt hoch. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und auch dir vielen lieben Dank, mein Devil, für deine Subscription für den zweiten Monat. Und ja, viel Spaß natürlich weiterhin beim Zugucken. So, und jetzt probieren wir mal diesen Krüppelmist hier zum Laufen zu bekommen. An mit den Rotoren. So, und ich möchte gern Control Form hier einfach noch, um es nochmal sicherzustellen. Okay. Oh Gott, ich habe gerade voll den Schreck bekommen, weil plötzlich so Licht kam, aber irgendwie. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Okay, komm. Okay, wir fliegen. Ach, tatsächlich. Hä? Aber was benutzen? Also, das ist einfach nur simuliertes RCS. Okay. Also, man muss RCS anschalten, damit die ihre Controls quasi bekommen, weil die das nicht über eine Drehung machen, sondern sie es über RCS simulieren. Okay, finde ich jetzt ein bisschen dumm gemacht, ehrlich gesagt, aber es fliegt. Okay, und wenn ich auf Volllast gehe, sind wir richtig am Arsch, weil der Strom alle geht. Okay, ich probiere das Ding mal zu landen, aber ich habe gerade beschlossen, nicht direkt neben dem Space Center. Gucken, ob das geht. Mal gucken, ob ich es schaffe, eine Rotordrohne zu landen. Oh Gott. Steigen wir noch? Ja, okay, ich muss jetzt mal. Lassen Sie jetzt mal in Leerlauf gehen. Okay, jetzt fängt sie sich auch. So. Viertel Schub braucht sie hier. Das heißt aber, wir haben ein Problem auf Duna tatsächlich, weil wir. Ah, Konzentration. Ich versuche mal kurz zu landen, dann versuche ich wieder zu reden, okay? Wenn das für euch in Ordnung ist, ist es für mich auch in Ordnung. Oh Gott, oh Gott, viel zu schnell. Bremsen, Meister, bremsen. Okay, good enough. Lass ich gelten, lass ich als Landung gelten. Und ich habe es voll verpasst. Ada, vielen Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken und natürlich willkommen bei den Kommandanten. Wir haben jetzt aber folgendes Problem. Das da aussieht, dass wir eine höhere Last brauchen, um auf Duna fliegen zu können und uns das natürlich nicht so hilft. Ja, ich hätte mir mehr gewünscht, dass die Dinger sich drehen, aber vielleicht war das zu schwer zu animieren. Also ich beschwere mich jetzt nicht, um Himmels Willen. So ist auch alles total cool. Also man kann es fliegen. Das heißt, jetzt kommen wir tatsächlich zu der Design-Diskussion. Wie kriegen wir es hin, dass das Ding fliegt, ohne dass wir auf Duna voll auf die Fresse fliegen? Weil das ist halt spannend. Wenn wir es wirklich schaffen, eine nukleargetriebene, rein stromabhängige, funktionale Flugdrohne auf Duna abzusetzen, mit der wir dann vielleicht noch so ein paar Scanner oder sowas bedienen können, können wir Duna wirklich richtig gut erkunden, und uns später vielleicht auch einen Sitz drauf bauen, falls irgendjemand Bock hat, auf einem kleinen fliegenden Reaktor unterwegs sein. Und du musst dir diese Idee nicht klauen, Emo Jack. Ich bin ein großer Freund des Open Sourcings. Jeder darf sich kleine Flugdrohnen bauen. Es ist ja auch nicht so, als ob ich den Quadcopter erfunden hätte. Und letzten Endes ist es ja nichts anderes als eine Interpretation des Quadcopters mit einem Atomreaktor obendrauf, um es mal so zu formulieren. So. Also, was ich jetzt machen will, ist wahrscheinlich einen anderen Probe Core benutzen. Wahrscheinlich. Und
ein paar Sachen anpassen. Also ich möchte vor allen Dingen designtechnisch an dem Ding arbeiten, damit das vernünftig aussieht. Und dann müssen wir nochmal die Flugeigenschaften testen. Und wir müssen es auf eine Art und Weise, also ich möchte auf jeden Fall einen Probe-Core haben, der sowas wie Prograde, Retrograde und so weiter für mich halten kann, sonst wird das sehr stressig zu fliegen. Das heißt, das Rover-Chassis ist keine Option. Und Spiritus, Wulps, vielen Dank für dein Follow und auch du willkommen bei den Carbonauten. Und ja, natürlich auch weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Ich möchte halt was haben, was stressfrei oder relativ stressfrei für mich zu fliegen ist und ja, im Normalfall auch eine Weile hält. Deshalb würde ich gerne irgendwas. Also ich fange mal folgendermaßen an. So, ich lösche das mal. Gut. Und Uzi-Querhalter Tobias, was ist mit euren Nicknames los? Und Quickie, willkommen. Willkommen. So. Können wir mit was Strukturellem anfangen? Wir können tatsächlich mit was Strukturellem anfangen. So. Das wiegt ja schon mal nichts. Das ist doch schön. So, zack. Und 1, 2, 3, 4. Ondra, vielen Dank dir auch für dein Follow. So. In der Theorie, wenn das jetzt nicht zu groß ist, müsste man noch hier einen Nukularreaktor reinstecken können. Voll gut. Kann man Dinge drin versenken. Ihr seht, was ich meine? So. Und diesen Nukularreaktor können wir natürlich vorher noch mit Batterien verseuchen. Wenn ihr versteht, was ich weiterhin noch meine. Oh, hervorragend. Guck mal, wie die da reinpassen. Passt die da auch rein? Ja, die ist ein bisschen groß, ne? Das gibt hässliche Clipping-Dinge. Guck mal, was wäre denn, wenn wir. Wie viel Strom? Oh, 2800 kann das Ding speichern. Was wäre denn, wenn wir dieses Ding hier einfach als Füllung benutzen? Sehr schön. Wie lang ist das denn, wenn wir es verschieben? Für unseren Rover. Oh, das war nicht so schlau. Halt. Halt, stopp, halt. So. Okay. Masseschwerpunkt. Jawohl. Masseschwerpunkt mittig bringen nicht so gut. Okay, funktioniert nicht so ganz. Schade. Ich brauche eine längere Röhre. Ich brauche irgendwas Längeres für den Anfang. So, das ist aber prinzipiell gar nicht schlecht. So, mein Problem ist jetzt, kann ich die Röhre scalen? Ah, wer macht denn solche Sachen? Aber jetzt wiegt die wahrscheinlich auch ziemlich viel, oder? 400 Kilogramm versus 100 Kilogramm. Versus, was wiegt das Teil da? 150 Kilogramm. Okay, man kann nicht. Oh doch, man kann ein bisschen skalieren. Das ist gut. 150 Kilogramm Grunddings können wir ansetzen. Grund. Ihr wisst schon, was ich meine. Gewicht. So. Mal gucken, ob wir damit jetzt halbwegs klarkommen. Ich will nur nicht, dass es überall rausguckt. Bisschen noch, ne? Ganz kleines bisschen noch. Okay, damit kann man noch arbeiten. Das wäre dann so unsere. Unsere Arbeitshypothese. So. So, man guckt hier jetzt auch nirgendwo mehr irgendwie was zu sehr raus. Zack. So, dann kommt da aus Prinzip irgendwie so ein Stöpsel drauf. Kann man den scalen? Bestimmt kann man den scalen, oder? Was für eine Größe haben wir jetzt hier gescaled? 1,6. 1,6. Zack. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das hier zuschieben können.
Das merkt keiner, dass wir da beschissen haben. So, sehr schön. Damit haben wir hier unsere Flugtonne. So, die Flugtonne ist doch schon mal ein Anfang. So, sehr gut. Mist, jetzt kann ich natürlich nichts sehen da drin. Weil wegen Bodennebel. Müssen wir das nochmal aufmachen. Zack. Okay, so komme ich aber ran. Dann kann ich da nochmal die Reaktor-Controls anpassen. Sehr schön. Klappt das mit der Kühlung noch? Ich habe keine Ahnung. Ah, das klippt auch ein bisschen, ne? So vor sich hin. Da dürfen wir nicht zu viel machen. Müssen wir gleich nochmal gucken. Wir können aber das ganze Teil hier auch nochmal rausfahren. Das ist ja das Schöne. So, zack, zack. So, fahren jetzt einfach das Ding nochmal raus. Dann können wir mal gucken, ob wir. Innenliegende Kühlung könnte eine Idee sein, kann aber auch voll in die Hose. Also, wir müssen es eh testen. Also, mir ist bewusst, dass das potenziell auch eine total dämliche Idee sein kann. Und so nicht. Also, so transferieren wir sie auf jeden Fall schon mal raus vom Dings weg. Jetzt unterstelle ich natürlich, wenn das Hitzemodell von Kerbal Space Program so halbwegs funktioniert, haben wir die Hitze dann halt innen drin im Raum. Und alles wird fürchterlich heiß werden. Aber das müssen wir gleich einmal testen. Und Blach, danke auch für dein Follow. So, damit hätten wir das. Move. Zack. So. Theoretisch, wenn ich es so mache, dass es hier nicht überlappt. Auf der anderen Seite ist doch der Node. Das da, genau, dann wird das automatisch angepasst. Ha! Ha! Fast. Na gut. Fast eine runde Sache. So. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt noch funktioniert mit unseren Rotoren. Wenn wir die anbauen. Fast gut. Leider nur fast. Was heißt das jetzt? Müssen die nach oben oder nach unten zeigen? Das werden wir gleich rausfinden. So. 1,85, jawohl. Zack. So. Theoretisch, rein theoretisch, ist das jetzt unsere Probe-Geschichte. Jetzt müssen wir nochmal testen. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass die wahrscheinlich auf Duna. Okay, die hat noch eine positive Thrust Weight. Wir können natürlich eine Hexakopter-Variante machen. Die würde wahrscheinlich ein bisschen besser dastehen. Setz die jetzt mal mittig, die Teile. Naja, aber viel besser wird es nicht, ne? Atmospheric, Höhe bis. Okay, 2 Kilometer. Also doll ist es nicht. Und wir werden dann auch noch ein bisschen Gewicht ranbauen. Da müssen wir mal schauen, ob das noch funktioniert nachher. Oder ob wir so gewichtstechnisch tatsächlich schon overcommitted sind und ich die größeren Antriebe brauche. Also die größeren Propellermotoren. Also besonders viel bringt es nicht. Ich brauche auch immer noch einen Probe Core, ne? Der wiegt auch nochmal 100 Kilogramm.
Vielleicht müssen wir das doch noch ein bisschen anders konzipieren. Wir werden zu schwer.